Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie beim Karneval die AfD massiv beleidigt wurde und wie das keine Konsequenzen hatte in den großen Medien. Jetzt im Folgenden der Beitrag, danach ein paar Worte dazu. Eine Meldung aus dem Taunus. In Königstein hat die AfD ihren 10-jährigen Geburtstag gefeiert. Ich möchte auch gratulieren. Die AfD wird finanziert von Personen und Regierungen mit dem Ziel, unsere Gesellschaft zu spalten und unsere Staatsform zu verhöhnen. Sie ist eine nutzlose, rassistische und extremistische Partei, geführt von radikalen, gestörten und gescheiterten Persönlichkeiten. Und ich darf das hier ganz deutlich sagen, die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag ist ein Haufen ungehobelter Arschlöcher. Herzlichen Glückwunsch. Was ist der Sinn von diesem Auftritt? Wahrscheinlich ist es so, dass die großen Medien, dass systematisch ausgetestet werden soll, was möglich ist, was die Leute tolerieren. Das heißt, es werden die Beleidigungen immer verschärft, um die Leute an immer mehr zu gewöhnen. Und dann guckt man, wie haben die Leute reagiert, um dann immer weiterzugehen. Und aus meiner Sicht, das ist hochgradig gefährlich. Das ist das Gleiche wie in den 30er Jahren. Und das ist keine Übertreibung. Weil wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Und aus meiner Sicht, man muss jetzt genau beobachten, wie die Leute reagieren und wie das weitergeht. Und dann muss man sich tatsächlich darauf gefasst machen, dass man das Land verlässt, wenn das so weitergeht. Also ich spiele auch immer mehr mit den Gedanken, auszuwandern, weil wir uns sehr wahrscheinlich in großer Gefahr befinden. Es wird aus meiner Sicht unterschätzt, auch in alternativen Medien. Es ist immer von der US-Regierung die Rede, was die US-Regierung für ein Problem ist, wie böse sie ist. Aber was aus meiner Sicht übersehen wird, ist, dass die US-Regierung über die Medien hierzulande sich wahrscheinlich eines niederen Instinktes bedient und das der Hauptgrund für den Erfolg ist. Und das ist die Sehnsucht nach Mobbing von den Leuten. Man sieht es bei Corona oder auch bei vielen anderen Themen. Diese Themen werden ausgenutzt, um Leute ausgrenzen zu können, herabwürdigen zu können. Und die Tiefenpsychologie ist so, dass man, indem man andere abwertet, man sich selbst aufwertet. Das ist für die Leute ein gutes Gefühl. Indem sie, man kann das sich auch logisch überlegen, der Urmensch, indem er andere Leute ausgeplündert hat oder ihnen sie umgebracht hat, sie bleiben übrig, ihnen bleibt der Besitz der anderen oder auch das Land der anderen. Wenn die anderen weg sind, habe ich mehr. Und darauf beruht Mobbing. Darauf beruht die Absicht, jemanden herabzuwürdigen. Aus meiner Sicht, viele Leute wollen diese hässliche Eigenschaft der Leute ausblenden. Dabei kommt sie immer wieder ans Tageslicht. Hier auch ein Beitrag von Jörg Kachelmann. Man fragt sich immer, woher kommt diese Aggressivität und diese Hetze? Warum ist das Verblendung oder was ist das? Und es ist eben keine Verblendung, sondern Jörg Kachelmann weiß, dass es Quatsch ist. Sondern er nutzt die Gelegenheit, ausgrenzen zu können. Oder bei Corona gegen Querdenken ist es das Gleiche mit den Masken und so weiter und so fort. Es ist ein Ausgrenzungsinstrument. Ein Diffamierungsinstrument. Also den Leuten geht es allein darum, dass sie dann mit dem Finger auf sie zeigen können, ah ja, das sind die Bösen, die Schwurbler, die Gefährder. Sie wissen, dass es übertrieben ist, aber sie nutzen allein die Tatsache, dass sie das machen können, dass es öffentlich akzeptiert ist. Und bei der unkontrollierten Massenmigration ist es das Gleiche, dass man sagen kann, ja, diejenigen, die jetzt dagegen sind, das sind die Ausländerfeinde. So ist ja auch die Antifa, dass sie hetzen und stellen die Leute als das maximal Schlechte hin, obwohl sie wissen, die sind jetzt einfach nur gegen unkontrollierte Massenmigration und stellen sie als die Unmenschen dar. Das erleben wir ja andauernd, dass Leute als Unmenschen dargestellt werden. Und das macht man vor allem bei den Leuten, die arglos sind, die selbst nicht so denken. Weil wenn man selbst nicht so denkt, man schließt immer von sich auf andere. Wenn man jetzt die Leute angreift, also wenn man Mobber angreift, die verstehen das sofort, weil sie ja selbst so sind. Das heißt, das ist nicht so erfolgsversprechend. Wenn man aber Leute angreift, die nicht so denken, dann ist natürlich erfolgsversprechend. Weil die fangen dann an, sie wollen dann überzeugen. Ja, wir wollen doch hier, wir sind doch nur da und dafür, wir sind doch für Frieden, wir sind doch hier und dafür, wir sind doch gar nicht böse. Das heißt, dann sind sie in der Verteidigerrolle, sie werden angegriffen, sie werden fertig gemacht
und sie verstehen gar nicht, was los ist. Wohingegen, wenn man einen Mobber angreift, der denkt selber so, der versteht natürlich sofort, was los ist und will sich auch entsprechend wehren. Da hat es keinen Erfolg. Und deswegen ist es ganz wichtig, rational dieses Verhalten verstehen und einordnen zu können, um dann richtig zu reagieren, um dann zu erkennen, auch wenn man selbst nicht so denkt, wenn man nicht so ist, man trotzdem erkennt, was ist die Absicht dahinter, indem man das rational begreift. Ich kenne es von mir, ich will mir die Welt auch immer schönreden, will alle Leute positiv sehen. Man möchte denken, dass die Welt gut ist. Aber aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, hier rational zu sein, was bedeutet, dass man auch entsprechend hart ist gegenüber den entsprechenden Mobbern. Und hart sein bedeutet, dass man das Verhalten klar benennt. Als Beispiel, wenn jetzt Michael Stürzenberger angegriffen wird von der Antifa, er dann das benennt, was diese Leute machen. Das zerstört die Leute. Dass man die Mobbing-Absicht offensichtlich macht. Aber dazu muss man es natürlich erstmal verstehen. Man läuft genau in die Falle rein, wenn man es nicht versteht, dass man denkt, ja, die Leute sind dumm, die Leute sind verblendet, jetzt muss ich ihnen erklären. Jetzt muss ich ihnen erklären. Aber man erkennt dann auch, die Leute, auf die Argumente, die man bringt, sie reagieren überhaupt nicht überrascht. Und wenn sie tatsächlich unwissend werden, dann werden sie ja neugierig auf die Argumente. Weil man ist immer neugierig auf das, was man nicht weiß. Aber wenn jetzt Leute etwas scheinbar nicht wissen wollen, das heißt, dass sie es tatsächlich sehr wahrscheinlich erahnen. Und das heißt, dass sie ein falsches Spiel treiben, wenn man nicht neugierig ist, wenn man die Argumente nicht hören will. Und auch wenn man weiß, ein Argument, das man bringt, ist jetzt besonders stechend. Und der andere versucht aber nicht darauf einzugehen, es zu umgehen und bei seiner Linie zu bleiben. Das heißt, dass der andere falsch spielt, dass der nicht ehrlich diskutiert, sondern eher einen an der Nase herumführt. Er eben mobben will, vorgibt zu diskutieren, aber dass das nur Schein ist, sondern es eigentlich um Mobbing geht. Und er das verkleistern will. Das kann man ganz oft erleben. Man merkt es immer daran, an der fehlenden Überraschung. Es ist ja auch so, wenn jetzt ein Mensch dämonisiert wird, dann will man ja eigentlich, sehen, dass es nicht so ist. Oder man will ja fairerweise eine Chance geben. Wenn man jetzt jemanden verurteilt, dann möchte man sicherstellen, dass es auch stimmt. Das, was man richtig liegt. Aber diese Leute, es ist ja genau umgekehrt. Sie wollen nicht sicher gehen, ob sie richtig liegen, ob die absolute Dämonisierung, Verurteilung, ob es tatsächlich stimmt. Sondern sie wollen das genau umgehen, wollen es nicht prüfen. Sondern sie wollen ein Alibi haben fürs Hassen. Es geht nur ums Alibi. Dass sie ein glaubhaftes Alibi haben und sagen können, ja gut, dass sie im Zweifel sagen können, ich habe es ja nicht besser gewusst. Aber der ist gar nicht böse, ich konnte es nicht wissen. Ich dachte, ich habe in beste Überzeugung für Frieden und Demokratie, habe ich den bekämpft, weil ich dachte, der ist böse, aber ich konnte es ja nicht wissen. Das ist ein reines Alibi. Wenn es diese Leute wirklich interessieren würde, wenn man mit ihnen diskutiert und man Argumente liefert, dass jetzt der Hass unberechtigt ist, dann müssten sie eigentlich sagen, ja okay, stimmt, oh Entschuldigung, da habe ich mich jetzt getäuscht. Das ist gar nicht so. Aber darauf verzichten diese Leute genau. Und das kann man bei allen politischen Themenfeldern kann man das beobachten. Und dann sieht man, worauf es diesen Leuten wirklich ankommt. Was wirklich dahinter steht. Und es ist Mobbing. Und genau das macht auch dieser Mann bei diesem Karneval. Er macht Mobbing. Er möchte keine Entlastungsargumente hören. Nicht nachprüfen, ist das denn wirklich so? Gilt das denn für alle AfDler? Das ist ja auch dieses Verallgemeinern in die Schublade schieben. Er kann es ja gar nicht wissen, was jetzt die Antriebe sind der Leute. Er geht dem auch gar nicht nach, sondern er schiebt alle in eine Schublade und ja, am besten dann in die Gaskammer. Wahrscheinlich am besten. Im übertragenen Sinne. Weil das ist ja nichts anderes. Leute werden erst mit Worten vernichtet und in der Geschichte war es immer so. Erst kommt die Dämonisierung, dann kommt die Ausplünderung und dann kommt der Mord. Das ist brandgefährlich und das ist überall immer und immer wieder auf der Welt passiert. Und das ist so hässlich, dass die Leute das nicht thematisieren. Und dabei ist das der Hauptantrieb und das ist auch aus meiner Sicht ein Hauptgrund, weshalb die Propaganda der großen Medien so verfängt. Weil die Leute die Möglichkeit zum Mobben sehen. Es fällt mir jetzt zum Beispiel bei Robert Stein mit Thomas Röper, dann fragt er immer wieder, ja, warum sind die Leute so verblendet? Warum kommen sie nicht drauf? Und aus meiner Sicht, das ist eben einer der Hauptgründe. Dass sie die Gelegenheit erkennen, zu mobben. Und aus meiner Sicht, die US-Regierung, die Propaganda-Experten dort, sie nutzen das ganz gezielt aus. Sie triggern das ganz bewusst in den großen Medien und machen es sich zunutze. Sie appellieren an das Schlechte im Menschen, an das Zersetzende, stärken die zerstörerischen Elemente, um eben das ganze Land zu schwächen. Es geht darum,
das Zerstörerische, das Böse im Menschen zu wecken, um eben die ganze Gesellschaft zu schwächen. Ich habe auch früher schon einmal versucht, das darzulegen an einem Beitrag mit Roger Beckamp, wo ein scheinbar Linker mit Roger Beckamp diskutiert, aber man aus meiner Sicht sehr gut erkennen kann, dass er falsch spielt. So, der junge Mann will auch filmen, aber was sagen auch? Ich wollte Sie fragen, warum oder woher diese tiefe Unglücklichkeit kommt. Woher kommt diese Angst in Leuten? Oder was erzeugt diese Angst vor anderen Menschen, vor dem Fremden? Okay, Beispiel? Beispiel? Von mir. Okay, von mir. Afrika hat zurzeit ungefähr 1,2 Milliarden Menschen. Bis 2050 wird sich die Zahl verdoppeln. Es werden sehr viele Menschen sein, sehr viele junge Männer vor allen Dingen. Was glauben Sie, wohin die gehen werden? Die werden versuchen, ihre Städte zu verbessern und dahin gehen, wo es gut ist. Okay, also werden viele Millionen nach Deutschland und nach Europa kommen? Das würde ich gar nicht mal so sagen, weil das ist völlig natürlich. Passiert doch schon. Wissen Sie, dass es dieses Problem der Überbevölkerung überhaupt gar nicht gibt? Es gibt keine Überbevölkerung? Nein, wissen Sie warum? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir niemals den 12. Milliardsten Menschen auf der Welt sehen werden. Okay. Das ist völlig natürlich. Kurze Frage dazu. Es gibt keine Überbevölkerung. Das ist interessant, weil heute Abend geht es genau darum. Ist es richtig, dass Afrika jede Woche um 1 Million Menschen wächst? Fragen Sie den Falschen. Nee, aber wenn es keine Überbevölkerung gibt, dann ist es doch wahrscheinlich nicht so. So, das kann doch sein. Aber es kann ja sein, dass genug Platz für diese Leute da ist. Wo ist denn der Platz? In Afrika oder bei uns? Afrika ist riesig, haben Sie schon angeguckt. Aha, sind 600 Millionen Quadratmeter vielleicht ungenutzt derzeit? Genau darüber reden wir gleich. Absolut keine Ahnung. Sehen Sie? Aber Sie wissen, dass es keine Überbevölkerung gibt. Das ist das Thema. Wissen Sie, was ich meine? Aber Sie haben eine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, aber eine Meinung. Das ist das Problem. Ja, das ist aber nicht ganz falsch, weil meine Meinung beruht auf einem menschlichen Gefühl. Ich glaube, das ist interessant. Das ist aber auch wirklich wichtig, weil ich finde, dass wofür Sie stehen, da fehlt dieses menschliche Gefühl. Aber mit Gefühlen wollen Sie Politik für Deutschland machen? Mit Gefühlen, dass es irgendwie keine Überbevölkerung in der Welt gibt? Nee, wissen Sie was? Regeln, wie zum Beispiel Gesetze oder sowas, sollten uns helfen. Ja? Die sollten dafür sorgen, dass das Miteinander besser ist. Wenn man aber dafür sorgt, dass es miteinander schlechter ist mit Gesetzen, dann das ist mir jetzt zu abstrakt. Nochmal zurück zu den Gefühlen. Bedenken Sie denn, dass Ihre Gefühle nach dem Motto, jeder Mensch ist überall und jederzeit willkommen und zu Hause, dass das Auswirkungen auf andere Menschen hat, die da vielleicht Probleme durch haben? Haben Sie das Gefühl, dass das Probleme auch geben kann? Warum sollte jemand denn ein Problem damit haben? Weil die Gewaltkriminalität massiv gestiegen ist, weil vieles in Deutschland mittlerweile nicht mehr bezahlbar ist. Also dann sollte man es ist die Mensch, das Problem der Menschen, die davon betroffen sind, unmittelbar. Aber wollen wir es vielleicht gleich nach innen verlegen? Wir sind in einer halben Stunde in dem Raum drin und dann können Sie Fragen stellen und können auch sagen, es gibt keine Überbevölkerung. Das ist eine interessante These. Ich meine Überbevölkerung in dem Sinne, dass wir auf der Welt irgendwann gedeckelt sind. So. Ja, okay, was ist denn Überbevölkerung? Wenn ein Land sich nicht selber ernähren kann, ist es dann überbevölkert? Wenn ein Land sich nicht selber ernähren kann, nee. Also, glauben Sie, dass Afrika sich selber ernähren kann? Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist mir zu abstrakt. Aber es ist falsch. Afrika muss ein Viertel seiner Lebensmittel importieren. Das Problem ist, es kann sein, dass manche Sachen, die Sie sagen, stimmen. Ja, das will ich Ihnen nicht absprechen. Das Problem ist, dass es kann ja sein, dass jeder Flügel einer Partei ist anders. Aber das Problem ist, dass Ihre Partei oder der Partei, für die Sie gerade kandidieren, sehr, sehr viele Missinformationen verbreitet. Beispiel? Überbevölkerung? Findet statt? Nein, davon rede ich nicht. Nee, aber ein Beispiel. Zum Beispiel die Hetze, der Rassismus und der Sexismus, der teilweise... Okay, Beispiel Sexismus ist eine tolle Geschichte. Also da vorne steht jemand mit Che Guevara-Hemd. Das ist der Ober-Homophobe gewesen. Es geht nicht um den. Okay, aber Beispiel für Sexismus. Sie stehen. Es geht darum, wofür Sie stehen. Aber was ist denn Sexismus? Ihre Partei verurteilt Leute für ihre Herkunft, für ihr Aussehen. Nein, wir verurteilen das nicht. Absolut, es passiert in Chemnitz. Machen Sie mal ein Beispiel für Sexismus, bitte. Ich muss Ihnen kein Beispiel nennen. Gut, aber dann ist es ein schwieriger Diskurs. Wenn Sie nicht konkret werden wollen, dann... Ja, aber Sie streiten ja die Sachen ab. Nein, ich kann doch nichts abstreiten. Wenn ich Beispiel geben werde, werden Sie die Sachen abstreiten. Machen Sie es doch. Versuchen Sie es. Geben Sie mir die Chance. Versuchen Sie es. Entlarven Sie mich. Entlarven Sie mich. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich nicht. Lassen Sie auf. Okay. Letztes Wort. Ja. Leute, deren Meinung nicht auf Fakten beruht, sondern auf Emotionen, kann man mit Fakten nicht überzeugen. Aber Sie sagen doch, Sie leben vom Gefühl. Leute... Die auf Emotionen sind. Sind rhetorisch, sind sie gut? Nein, ich bin nicht rhetorisch gut. Sie haben gesagt, Ihr Gedanke ist einfach nur Gefühl und jetzt sagen Sie mir, ich
basiere auf Emotionen, was gesagt, das Gleiche... Nein, ich habe gesagt... Wir haben es aber, glaube ich, aufgenommen, dass es so gesagt wurde. Das kann gut sein. Was der Kern meiner Aussage vorher war, ist, dass die Menschlichkeit das Wichtigste ist, weil darum geht es, dass wir menschlich untereinander kommunizieren, dann funktioniert die Gesellschaft. Gut, heute Abend bleiben wir menschlich, versprochen. Aber versprochen. Morgen ist die Partei auch menschlich und gestern war sie auch schon. Viel Erfolg. Vielleicht bis später. Man sieht hier aus meiner Sicht ganz eindeutig, wie dieser Mensch nicht überzeugt werden möchte, scheinbar nicht überzeugt werden möchte, sondern dass er sein Framing vorträgt, seine Hasstiraden vorträgt, seine Entmenschlichung vorträgt und er dann als Alibi eben vorbringt, ja, er ist der besten Absicht, er ist der redlichsten Überzeugung und Absicht. Er dann aber den Argumenten vollkommen aus dem Weg geht. Und Roger Beckamp ihn dann dadurch entblößt, indem er aufzeigt, dass er keine Argumente hat. Und ihr könnt es euch angucken, so ist es bei allen möglichen politischen Themen. Jetzt aktuell beim Friedensthema. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.